Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, der Antrag der Grünen ist Ausdruck von Ratlosigkeit, von Verzweiflung, aber vor allem für die wohnungssuchenden Menschen nicht zielführend. Sie wollen also wirklich die Wohnungskrise in Deutschland ernsthaft mit Dachgeschossausbau lösen, als ob der überall möglich, geschweige denn kurzfristig umsetzbar wäre. Ein weiterer Beweis für die Verzweiflung und die Widersprüchlichkeit Ihrer grünen Politik ist der Vorschlag, ausgerechnet von Ihnen entvölkerte Dörfer wiederzubeleben. Wer wie Sie von den Grünen das Auto abschaffen will und gleichzeitig die Wiederbelebung von Dörfern und die Aktivierung des Umlandes fordert, aber kein Wort darüber verliert, wie die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz kommen sollen, der ist nichts anderes als paranoid und unehrlich. Früher war die Mansarde eine Wohnung für arme Leute. Hören Sie lieber mal zu, vielleicht lernen Sie mal noch was. Und brotlose Künstler. Heute ist eben diese Mansarde ein Inbegriff für Luxus geworden. Und jetzt heißt sie einfach Penthouse. Der Marktpreis für diese Penthäuser mittlerer Größe in urbanen Ballungszentren, und nur dort machen die Dachausbauten ja auch Sinn, fängt bei einer 500.000 Euro an. In Ihrem sogenannten 100.000-Dächer-Programm wollen Sie 90.000 Wohnungen fördern. Wo haben Sie denn die fehlenden 10.000 Dächer versteckt? Oder ist das einfach nur ein Rechenfehler und handwerkliche Schlamperei in Ihrem Antrag? Mit 810 Millionen Euro wollen Sie also den Bau von 90.000 Wohnungen anregen. Sie müssen nicht so schreien, damit wird es nicht richtiger, was Sie sagen. Das wären dann 9.000 Euro pro Wohnung. Niemand investiert eine 500.000 Euro mehr oder mehr, weil er damit für 9.000 Euro vom Staat gefördert wird. Alles, was Sie hier machen mit Ihrem Vorschlag, erreichen Sie nichts anderes als Mitnahmeeffekte. Und so wird wirklich niemandem, aber absolut niemandem geholfen. Ihr Antrag richtet sich einzig und allein an die Besserverdienenden. Wo bleibt denn eigentlich in Ihrem angeblichen Innovationsvorschlag die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen für Familien? Wo bleibt es? Statt den Bau von Luxuswohnungen mit Steuergeldern zu fördern, brauchen wir grundsätzlich massive Änderungen. Herr Kollege, bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ich bitte wirklich dem Redner zuzuhören. Dann gehen Sie raus. Einzelne Zwischenrufe sind sinnvoll, aber das mag ja sein, aber das Parlament ist dazu da, dass man auch Reden erträgt, die schwer erträglich sind. Ich bitte einfach nur darum, jetzt zum Schluss der Sitzung dem Redner zuzuhören, damit wir wirklich auch zum Ende kommen können. So. Frau von Storch, Sie bekommen dafür einen Ordnungsruf. So. Sie bekommen einen zweiten Ordnungsruf. Beim dritten Ordnungsruf dürfen Sie den Saal verlassen. Also, meine Redezeit läuft weiter. Ich würde gerne weiterreden. Statt den Bau von Luxuswohnungen mit Steuergeldern zu fördern, wie Sie das ja jetzt hier vorschlagen, brauchen wir eine massive Entlastung der Kosten des Wohnens für die gesamte Bevölkerung. Und an dieser Stelle sei der Hinweis auf das von Ihnen gewählte Wortlaut des Antrags erlaubt, sofort Programm Bauflächenoffensive. Die größten Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung von Dachbauausbauten sind doch die unzähligen Regeln, Vorschriften durch das bestehende Baurecht. Jedem Bauvorhaben geht eine komplexe, zeitraubende Abfolge von erforderlichen Genehmigungen, Plänen, Gutachten, Beteiligungen unzähliger Behörden und Ämter voraus. Durch eine Vereinfachung des Baurechts würden wir weitaus mehr erreichen als mit Ihrem millionenschweren Förderprogramm. Wir könnten mehr Wohnungen in kürzerer Zeit und zu bezahlbaren Mieten bauen. Ja, ich weiß, das erfordert Mut, würde aber den Steuerzahler keinen einzigen Cent kosten und den Menschen wirklich helfen. Eine lange Liste politischer Fehlentscheidungen, Bankenkrise, Eurokrise, schwindendes Vertrauen in die Währung, Negativzinspolitik hat zu einer Kapitalflucht im Betongold geführt. Und das, was wir auf den Immobilienmärkten seit über 10 Jahren erleben, ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum gegen die Politik der Bundesregierung. Die Menschen in unserem Land misstrauen Frau Merkel und ihrer Politik und versuchen, ihr hart verdientes Geld in Sicherheit zu bringen. Das ist das, was passiert. Und deshalb brauchen wir endlich wieder eine verlässliche Politik, die das Wohl der Menschen in unserem Land endlich in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb wollen wir eine breite Eigentumsbildung in der gesamten Bevölkerung voranbringen. Und dazu muss
die Grunderwerbsteuer gesenkt werden und so umgestaltet werden, dass eine vierköpfige Familie in Zukunft bei dem Kauf einer Wohnung überhaupt keine Steuern mehr bezahlen muss. Außerdem muss, wie von uns heute hier im Bundestag beantragt, die Grundsteuer völlig abgeschafft werden. Dadurch würde das Wohnen in Deutschland von heute auf morgen sofort für alle und für jeden um 14 Milliarden Euro billiger. Hören Sie endlich damit auf, insbesondere Sie hier von den Grünen, Hirngespinste zu entwickeln, und fangen Sie endlich an, die Probleme der Menschen in unserem Land wirklich zu lösen. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.